Ja, es ist Release-Woche von Core Set 21, also dem Hauptset 2021. Und ihr wisst, wie das bei mir läuft. Diese Woche gibt es die beiden Booster, nur Core Set 2021, beziehungsweise Hauptset 2021. Deshalb starten wir direkt mal damit. Ist jetzt ein deutsches Pre-Release diese Woche. Gucken wir uns das mal an. Stachel Megalodon. 7 Mana, 5-7, fluchsicher. Wenn er angreift, wenn hält sich 1 an. Richtig coole Karte. Allein das fluchsicher, das ist eine richtige Bombe im Limited. Richtig gut. Zwang, Duress. Ein schwarzes Mana, Hexerei. Ein Spieler eurer Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Ihr bestimmt eine Karte davon, die weder eine Kreatur noch ein Land ist. Dieser Spieler wirft die Karte ab. Ungebrochener Lebenswille, so. Ein grünes Mana, Spontanzauber. Man erhält 4 Lebenspunkte. Falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist, erhält man 8 Lebenspunkte. Goblin Brandstifter. Ein rotes Mana, 1-1. Wenn der stirbt, fügt er einem Ziel einen Schaden zu. Gute Karte. Vodalischer Arkanist. 2 Mana, 1-3. Man kann es tappen für ein farbloses. Das kann man dann nur benutzen für einen Spontanzauber oder eine Hexerei. Eingesperrter Zombie. Side Fact, ich gucke aktuell iZombie, glaube ich. Deshalb bin ich bei Zombies immer sehr hart getriggert. 3 Mana 2-3, 2 Mana tappen. Jeder Spieler verliert 2 Lebenspunkte und kann man nur aktivieren, falls eine Kreatur gestorben ist. Aha, und zwar nur genau dann. Also nicht in diesem Zug, sondern nur genau dann. Umherstreifendes Geisterlicht. 5 Mana 3-2 fliegend. Wenn das Geisterlicht ins Spiel kommt, bringe eine Nicht-Geist-Kreatur eurer Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Naja, geht so. Prompte Antwort, ich liebe dieses Artwork. Ich liebe dieses Artwork. Zwar mal spontan, aber zerstöre eine getappte Kreatur deiner Wahl. Und es ist ein guter Spell. Aber ich liebe dieses Artwork. Ja, standhafter Schildbruder, ein Zwergsoldat, ein Mann 1-3. Stimmt. Die sind ja auch drin. Die sind richtig hübsch. Liliana Trusses. Ein schwarzes Mana, 1-2. Tappen, man kann ihn opfern und ein Gegner eurer Wahl wirft eine Handkarte ab. Aktiviert diese Fähigkeit nur, wenn ihr auch eine Hexerei aktivieren könntet. Dieses Drumherum mit den Liliana, mit den Planeswalkern ist richtig schön. Richtig schön. Leg ich mal beiseite. Wut entfesseln. Zwar mal noch spontan, aber verdoppelt die Stärke einer Kreatur bis meines Zuges. Okay. Okay, Infekt. Okay. Ja, Teferis Belehrung. 3 Mana Verzauberung. Die Karte ist kaputt. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Nice. Ja, ob wie viele es davon gibt. Ich dachte, die wären selten. 3 Mana Verzauberung. Wenn sie ins Spiel kommt, zieh eine Karte, wirf eine Karte ab. Und immer wenn du eine Karte ziehst, mild ein Gegner deiner Wahl 2 Karten. Okay, sie haben es eingeenglischt. Normalerweise war es ja Mühlstein, deswegen Millstone, deswegen Milden. Das hatte ich jetzt gedacht, man mild, aber sie haben es wirklich eingeenglischt. Habe ich nicht drauf geachtet. Stärkender Schub, 3 Mana, Spontanzauber, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die du kontrollierst, und dann verdoppelt die +1/+1 Marken. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und Vollstreckerin der Diebesgilde, 1 Mana, 1/1, aufblitzen. Immer wenn die oder ein Räuber unter eurem Don ins Spiel kommt, mildet jeder Gegner 2 Karten. Solange sich 8 oder mehr Karten in Friedhof des Gegners befinden, erhält die +2/+1 und Death Touch. Nicht bad. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Das ist ein ziemlich hübscher Wald. Das ist ein ziemlich hübscher Wald. Aber wie viel davon drin ist. Wow. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.